Cindy Lauper sitzt in einem Hotel in Hamburg und ihr rosa gefärbtes Haar erinnert immer noch an die schrille Popnudel, die in den 80ern mit Hits wie Girls Just Wanna Have Fun die Charts aufmischte. Mit ihrem Debüt So Unusual wurde sie zur ersten Sängerin, die 4 Top 5 Singles aus einem Album veröffentlichte: Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, Shebop, Altrokarte nicht. 1985 wurde sie als beste neue Künstlerin mit dem Grammy ausgezeichnet. Desillusioniert vom Musikbusiness wandte sie sich Ende der 80er dem Schauspiel zu, spielte später auch Gastrollen in Die Simpsons, Queer as Folk, Gossip Girl und Bones. Lauper hat über 30 Millionen Platten verkauft, diesmal ist sie aber auf Interviewreise, um über das Broadway-Musical Kinky Boots zu sprechen, für das sie die Musik geschrieben hat. Am 4. Dezember feiert es in Hamburg Deutschland Premiere. In dem Stück geht es um die wahre Geschichte eines Schuhfabrikerben, der das marode Familienunternehmen vor dem finanziellen Ruin bewahren will. Mit Hilfe der Drag Queen Lola stellt er das Sortiment auf stabile High Heels für den Mann um, sehr zum Missfallen einiger Angestellter. Im n-tv.de Gespräch erzählt die 1953 als Cynthia Ann Stefanie Lauper in Queens, New York geborene Künstlerin immer noch so verstrahlt wie einst von Drag Queens, Shootings und ihrer Vorliebe für die Songs von Nena. n-tv.de MRs Lauper. Früher sollen sie wegen ihrer Klamotten mit Steinen beworfen worden sein. Cindy Lauper: Ja, als ich frisch vom College kam. Es waren die Leute aus der Nachbarschaft. Da existierte viel Kleingeistigkeit. Sie hielten mich für einen Fick. Also warfen sie mit Steinen nach mir. Aber genau das inspirierte mich zu meinem ersten Album So Unusual. Ich empfand meinen Stil immer als spannend, sehr viktorianisch. Ich habe Vivienne Westwood geliebt. Später auch Alexander MC Queen, der ähnlich Schnitte und Formen kreierte. Wie viel von der Girls Just Wanna Have Fun Sängerin steckt heute noch in ihnen? Ich war damals ja schon 31, als der Song zum Hit wurde. Der Typ, der mir seinerzeit die Haare und das Make-up machte, ist heute Maler. Ich wollte ständig, dass er mein Gesicht bepinselt. Ich war quasi seine erste Leinwand. Ich war ziemlich verrückt, aber bin es eigentlich heute noch. Sie sagten einmal, dass sie sich wie eine Drag Queen fühlen. Die spielen ja auch in Kinky Boots eine Rolle. Das kommt auf die Definition des Begriffs Drag Queen an. Für mich ist es eine Form der darstellenden Kunst. Man zieht sich ein Korsett an, ändert seine Haarfarbe, malt sich den Mund und die Augen, die man immer haben wollte. Was ich als Popkünstlerin tat, war eine Illusion davon, wie ich gerne ausgesehen hätte. In diesem Sinne bin ich eine Drag Queen. Ich bin die Ehrenvorsitzende aller Drag Queens. Lacht, bei Kinky Boots dreht sich viel um Schuhe. Haben Sie einen Schuh-Tick? Machen Sie Witze? Natürlich. Für das Musical habe ich den Song The Sex Is in the Heel geschrieben. Ich saß damals in einer Tapas-Bar, als mir der Titel einfiel. Stilettos können schön ein Fetisch sein. Ich sage immer, es gibt Katholizismus, Marxismus, Sexismus, und es gibt Stilettoismus.